Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ja, und in diesem Video geht es um das Thema leise üben. Macht es Sinn, leise zu spielen oder unter welchen Voraussetzungen ist es sinnvoll, auch leise zu üben? Eines möchte ich vorweg sagen, dies ist kein Tipp, den ich jetzt so Anfängern geben würde, weil Anfänger neigen sehr häufig dazu, beim Spielen erstmal so die Luft ein bisschen zurückzuhalten. Manchmal denkt man so, oh, wenn der Nachbar jetzt zuhört, was ich da übe, dem gefällt das bestimmt nicht, also lass mal leise spielen. Nee, Anfänger möchte ich immer dazu ermutigen, dass sie wirklich eine Luft ins Instrument und dass sie wirklich kräftig und laut spielen, um eine gute Projektion zu haben und auch den Ansatz, ne, gut zu entwickeln und dass man nicht eben hier anfängt zu pressen oder zu drücken. Deswegen leise spielen, ne? Anfänger jetzt mal weghören oder ihr könnt euch das gerne anhören, aber erstmal nicht so befolgen, sondern das ist eher was für fortgeschrittene Spieler. Ja, normalerweise, ne, sage ich immer, hey, Saxophon spielen und, ne, einen guten Sound und schön kräftig spielen, dass ihr genug Kraft habt, wenn ihr auch mal in einer Bandprobe seid, dass ihr euch gegen die verstärkten Instrumente durchsetzen könnt. Das ist total wichtig, ne, dass ihr kräftig spielt. Aber andererseits ist es auch sinnvoll, eine große dynamische Vielfalt auf dem Instrument umsetzen zu können. Und in vielen Stücken wird natürlich auch mal verlangt, dass man Piano spielt, dass man ein bisschen leise spielt. Insofern, ne, ist es auch gut, wenn man solide Piano spielen kann. Und es ist auch eine gute Übungsmöglichkeit, Dinge auch im Piano umsetzen zu können. Also auch schwierige Stellen. Ich mache das selber auch. Ich übe Stellen im Fortissimo und danach wirklich im Piano, dass ich auch wirklich diesen Unterschied spüre. Man fühlt sich, oder ich fühle mich schon auch wohler, gerade bei schwierigen Stellen, wenn ich die gut kräftig spielen kann. Das gibt mir auch Sicherheit. Aber genauso solltest du auch in der Lage sein, solche Sachen leise zu spielen. Und für mich ist da auch immer ein ganz gutes Hilfsmittel oder eine ganz gute Kontrolle ist einfach auch, wenn ich das mit dem Handy, mit dem Metronom auf dem Handy übe und, ne, weil das ist relativ leise, vergleichbar jetzt mit einem richtig kräftigen Metronom, den ich sonst so benutze, mit einem richtig lauten Klick und sich darauf einzulassen, ne, und leise zu spielen, ist eine gute Möglichkeit, eine gute Aufgabenstellung, auch in Bezug darauf, ne, wenn du jetzt sagst, auch, oder in meinem Fall manchmal denke ich so, ach, ich könnte ja mal zu Hause auch ein bisschen üben und da muss ich jetzt nicht schon wieder in den Proberaum fahren. Also wenn ich zu Hause ein bisschen üben möchte und meine Nachbarn nicht stören möchte, dass ich dann genauso in der Lage bin, schwierige Stellen, schwierige Skalen, ne, Dinge, die nicht so gut in den Fingern liegen, dass ich das genauso auch leise umsetzen kann. Und in diesem Zusammenhang leise spielen, aber auch einen guten Sound habe. Also nicht anfange hier zu drücken oder hier, dass der Hals zugeht, dass man so gepresst ist beim Spielen, um leise, ne, um das leise umzusetzen, sondern dass man wirklich auch eine gute Atmung hat, eine gute Stütze hat und, ne, schöne Töne auch leise spielen kann. Und ich mache dann für mich selber auch oft die Übung, dass ich Dinge eben sehr kräftig spiele und danach das Gleiche nochmal leise spiele, um auch wirklich diesen Unterschied nochmal klar zu machen und, ja, mich da auch ein bisschen zu sensibilisieren. Genauso muss man auch darauf achten, wenn du leise spielst, ne, dass nicht nur Atmung, Ansatz, Luftführung, dass das gut funktioniert, dass du eine gute Tonkontrolle hast, sondern dass auch Themen wie Intonation und Artikulation auch beim leise Spielen gut funktionieren. Deswegen ist es schon auch sinnvoll, ne, manchmal auch Dinge auch wirklich mal leise zu üben. Ich weiß, wir Jazzmusiker neigen ein bisschen dazu, dem kräftigen Spiel, ja, so den Vorzug zu geben, weil wir natürlich auch oft in der Situation sind im Bandkontext, dass da auch schon ein ziemlich großer Grundschalldruck einfach im Raum ist durch die verstärkten Instrumente, durch Schlagzeug. Und wir uns dagegen irgendwie behaupten müssen. Deswegen müssen wir halt üben, auch erstmal einen kräftigen Ton produzieren zu können. Aber, ne, Musik besteht eben nicht nur aus An und Aus, also spielen und nicht spielen, sondern auch aus ganz viel dazwischen, aus einer reichhaltigen und vielfältigen Dynamik. Und, ne, leise üben
ist auf jeden Fall auch ab und zu mal ein ganz gutes Mittel, um sich für diese unterschiedlichen Dynamiken auch zu sensibilisieren und da auch wirklich in der Praxis, um da wirklich auch drin zu bleiben. Aber nicht nur dieser Wechsel, also ich spiele jetzt die Phrase oder die Tonleiter einmal laut und danach einmal leise, ist hier sinnvoll, sondern du kannst dir deine eigenen Aufgaben stellen, dein eigenes Experimentierfeld machen. Also meinetwegen, wenn du Tonleitern übst, übst du sie einmal laut, danach übst du sie leise. Und wenn du leise spielst, achtest du mal wirklich extrem auf Phrasierung, Artikulation und Intonation. Das bedeutet, ne, du kannst, selbst wenn du leise spielst, dir auch da noch kleine Aufgaben stellen. Also, um es abschließend nochmal zusammenzufassen, ich finde es sehr sinnvoll, auch gelegentlich mal Passagen wirklich nur leise zu spielen, leise zu üben und auch zum Beispiel in dem Zusammenhang, was weiß ich, Tonleitern üben, Tonleitern auswendig spielen, sage ich immer zu meinen Leuten, hey, du musst schauen, wenn du Sachen auswendig lernst, dass du es möglichst vielfältig spielst, dass das Gehirn, ne, unterschiedliche Informationen verarbeitet und somit das auch besser erinnern kann, wenn du es auswendig lernst. Ne, also auch bei solchen Sachen, Tonleitern mal nur leise spielen, danach laut spielen, im Staccato spielen, im Legato spielen, da auch schön abwechseln und auch beim leise Spielen sich wirklich auch für unterschiedliche Artikulationen zum Beispiel auch noch sensibilisieren. Okay, das war es also zum Thema leise üben. Meine Empfehlung an fortgeschrittene Saxophonisten, ne, das gerne mal auszuprobieren. Hast du bereits Erfahrungen hiermit, so schreibe das gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen. Lass gerne ein Like da, das hilft mir, hier auf YouTube in die Sichtbarkeit zu kommen. Und abonniere auch gerne meinen Kanal. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin und schöne Grüße.